Hallo meine liebe Zuschauer, mit euch bin ich Sergej Kalmogorov und heute spielen wir wieder mit meiner C-Klasse, Baureihe W202, Baujahr 93. Heute geht es uns um den Türschloss. Bei diesen alten Fahrzeugen passiert es öfters, dass der Türschloss ausfällt und nicht mehr auf den Schlüssel reagiert. Egal was wir machen, passiert nichts, der dreht sich nicht. Und genau das werde ich heute beheben. Dafür werden wir den Schloss ausbauen und den Sicherheitsmechanismus reparieren. Viel Spaß beim Video. Als allererstes, um das Türschloss auszubauen, müssen wir in das Innere des Fahrzeuges gelangen. Also gibt es zwei Möglichkeiten. Das Auto ist abgesperrt und wir kommen nicht rein. Wenn es ganz dumm kommt, dann kann man diesen Schloss nicht mehr betätigen, absolut nicht mehr. Und dann müssen wir entweder die Zentralverriegelung einsetzen, wie ich das hier habe, per Funk, oder mit Hilfe von der Beifahrertür den Schloss aufmachen und dann halt diese Tür aufkriegen. Das Schloss ist im Inneren dieser Tür gesichert, sodass keine Unbefugten Zugriff erlangen. Und um es zu entsichern, müssen wir diese Ablichtungsgummi aus der Halterung rausziehen. Die ist nicht festgeklebt oder so, die ist einfach nur reingestupst. Und von da bekommen wir Zugang durch eine kleine Öffnung, hier diese da, mit einem Sechskantschlüssel und können die Schraube, die den Schloss festhält, lösen. Der muss gar nicht so lang sein, drei Finger reichen vollkommen aus, weil die Schraube gar nicht so tief drin sitzt. Wir setzen es ein, versuchen genau die Schraube zu treffen. Hier, in diesem Fall habe ich es. Der Schlüssel lässt sich nicht mehr drehen, das heißt, wir sind in der Schraube drin. Und jetzt ganz vorsichtig drehe ich das auf. Sollte der Schlüssel sich nicht drehen lassen, dann kann man sich mit einem Hebel nachhelfen, mit irgendeiner Zange oder so. Und dann sollte sich die Schraube schon aufdrehen lassen. Und zwar muss man den Schlüssel einige Umdrehungen schon durchdrehen. Das sind 4 oder 5 insgesamt. Und dann lässt sich das Schloss rausziehen. Das ist jetzt aufgeschraubt vollständig. Mit leichten Wackelbewegungen kann man das rausziehen. Das ist nirgendwo gebunden. Hier sieht man es, schön dreckig. Und da unten, das ist die Schraube, die das Schloss an der Stelle hält, sodass keiner Unbefugter diesen ausbauen kann. Im Inneren der Tür habe ich noch etwas Interessantes entdeckt, und zwar diesen Übersetzungsstift. Der lag lose auf einem Teil, da hatte ich Glück gehabt. Wäre es in die Tür reingefallen, dann hätte ich ein Problem. Das steckt sich mit diesem Ende in das Schloss rein und wird mit einem Stift gesichert, aber dieser Stift ist gar nicht da. Den muss ich jetzt erfinden oder selbst kreieren. Und jetzt gebe ich mich ins Warme, wie schon immer, und da zerlegen wir es in Einzelteile und gucken, was da drin los ist. Als erstes, damit wir mit dem Schloss richtig arbeiten können, werde ich ihn von dem Spund befreien und alle äußeren Teile zuerst sauber machen. Ich habe es hinbekommen, mehr oder weniger vom Fett zu lösen. Und dafür musste ich zum Geschäft und mir so eine Flasche Spiritus holen. Jetzt kann man damit arbeiten, ohne Finger vollständig dreckig zu machen. Diesen Verlängerungsstift habe ich auch gereinigt. Den legen wir aber zuerst zur Seite. Der nächste Schritt, den ich mache, sind diese zwei Stifte. Die müssen gelöst werden bzw. ausgeschlagen werden. Dafür habe ich so einen Nagel genommen, dem seine
spitz zur Seite abgeschnitten, in diese Öffnung reingestellt und mit einem Hammer vorsichtig die Stifte rausgeschlagen. Jetzt nehme ich die raus und dann müsste dieses Schutzgehäuse, was schon ein bisschen rostig ist, das ist übrigens Rost, kein Schmutz, dieses Schutzgehäuse wird dann abgenommen und dann sehen wir, was sich da drin befindet. Und hier, das ist das Gewinde, wo der Schloss sich in der Tür festhält. Beide Stifte sind nun gelöst und rausgeholt und jetzt können wir diese Abdeckung wegnehmen. Das muss jetzt auch noch sauber werden. Als ich versucht habe, das Schloss zu reinigen, kam es schon von alleine raus und deswegen habe ich mich entschieden, euch das gleich zu zeigen. Man zieht hier dieses Teil mit dem Sicherheitsverschluss raus und das Gehäuse nach links ab. Und das ist, was wir sehen. Im Grunde genommen sehen wir noch nichts. Ein weiteres Gehäuse. So sieht es im Inneren aus. Alles voll mit Schmutz. Das werde ich auch noch rauskriegen. Und dieses Zierelement scheint rundum zugepresst zu sein. Ich frage mich, ob ich das lösen muss oder ob das mich bei der Reparatur nicht stört. Nach mehreren Stunden im Spiritus hat sich der Sicherheitsmechanismus ein bisschen gelockert und er ließ sich mit dem Schlüssel drehen und nach der Viertel der Umdrehung hat sich das Mechanismus freigegeben und lässt jetzt, wie wir sehen, das Geheimnisstück von jedem Schloss rausziehen. Aber das mit sehr großem Widerstand, weil hier nämlich sehr, sehr, sehr viel Dreck drin ist. Und ich vermute, das ist zum Teil das Problem gewesen, warum der Schloss sich nicht drehen ließ. Ich zeige es euch gleich, wie viel Dreck da drin liegt. Das muss alles raus. Da sind die Plastinen, die das Schlosswerk verriegeln. Die sind auch alle im Dreck. Ich habe mir jetzt mehrere Stunden Zeit genommen und das Sicherheitsmechanismus gereinigt und getrocknet. Und wie wir sehen, sind da mehrere Riegel, die gefedert sind und sich reindrücken lassen. Die fallen jetzt auch sehr leicht raus, wo die sauber sind. Und wenn wir schauen, wie das Schloss funktioniert, dann passiert das folgendermaßen. Wir führen den Schlüssel rein und diese Riegel, die ziehen sich in das Innere des Zylinders. Das sind 10 Stück insgesamt. Die müssen sich so weit reinziehen in das Zylinder, dass es sich eine gerade Ebene ergibt. Aber wie wir hier sehen, wegen der Metallabnutzung sind nicht alle drin und genau das stört das Zylinder beim Drehen. Weil wenn die nach draußen ragen, kann man das Zylinder nicht mehr drehen. Er verfängt sich in diesen Rillen. Das ist ja eigentlich der Sinn und Zweck des Ganzen. Und wenn beim Reinstecken des Schlüssels nicht alle Riegel sich reinziehen, können wir das System nicht drehen. Und mit dieser Erkenntnis haben wir jetzt ungefähr 4 Möglichkeiten, wie wir da weiter vorgehen können. Die erste Möglichkeit ist dann einfach alle Riegel rauszuziehen und das Zylinder praktisch ungeschützt einfach so im
Schlosszylinder stecken lassen. Und dann kann man es mit jedem beliebigen Schraubenzieher einfach jetzt hier reinstecken und durchdrehen, weil kein Sicherheitsmechanismus mehr vorhanden ist. Ich tue es mal jetzt zur Veranschaulichung. Immer schön aufpassen, welche Plastine an welcher Stelle angebracht war, damit ihr später wisst, wo es reingehört. Die sind noch ein bisschen schmutzig, weil ich die noch nicht rausgezogen habe. So sehen sie aus. Und das sind genau die Übeltäter, die sich abgenutzt haben. Ich ziehe sie nacheinander raus, so dass die in einer nachvollziehbaren Reihenfolge liegen. Wir haben auch unter diesen Riegeln kleine Sprungfedern. Passt auf, dass keiner rausspringt und verloren geht. Die sind sehr klein und ohne diese würde das Mechanismus nicht funktionieren. Die sind auch mit Schmutz übersehen. Das ist alles abgeschliffenes Metall, wie so ein Pulver, der sich im Schmiermittel aufgelöst hat bzw. damit vermischt hat. Und jetzt ist es kein Schmiermittel mehr, sondern eher eine Schleifpaste, was das Ganze noch verschlimmert. Und die letzte. So, ich habe jetzt alle Riegel rausgenommen. Übrig sind nur Federn geblieben. Und das ist jetzt eigentlich ein legitimer Schloss. Ja, und weil es so viele Riegel sind, insgesamt 10 Stück, haben wir ein breites Spektrum von Schlüsseln, die eingesetzt werden können, die nur zu einem gewissen Schloss passen und zu keinem anderen. Und wenn ich das in diesem Zustand lasse, dann kann ich das mit Schraubenzieher aufmachen. Die zweite Möglichkeit wäre dann einfach die Riegel auszuwählen, die noch nicht abgenutzt sind und die beim Reinschieben des Schlüssels eine Ebene ergeben, so dass der Mechanismus nicht blockiert. Und damit erniedrigen wir praktisch die Sicherheit des Schlosses, aber der funktioniert immer noch mit einem Schlüssel. Also man muss immer noch einen passenden Schlüssel finden und das ist nicht so leicht. Die dritte Möglichkeit ist, alle Riegel reinsetzen, Schlüssel reinstecken und mit einem Schleifwerkzeug alles glatt schleifen, beziehungsweise dass es alles eben ist. Das vermindert wiederum die Sicherheit des Schlosses, aber der würde dann mit eurem Schlüssel immer noch funktionieren. Die vierte Möglichkeit ist, ihren jetzigen Schlüssel anzupassen an diese Riegel, an die abgenutzten Riegeln, so dass man praktisch einen neuen Schlüssel für das Wagen herstellt und mit diesem weiterhin ohne Probleme fährt. Und die fünfte Möglichkeit, und die ich mit großer Wahrscheinlichkeit einsetzen werde, ist einfach diese Riegeln aus einem anderen Schloss rausziehen. Wir haben im Auto 4 Stück, 2 Stück in Türen, 1 im Kofferraum und 1 ist im Zündschloss und genau das habe ich gemacht. Ich habe jetzt das zweite Schloss aus der rechten Beifahrertür rausgeholt und ich werde diesen als Teil des Spenders benutzen, weil ich eigentlich nie den Schloss rechts benutze und deswegen ist er überflüssig. Den werde ich halt opfern. Und das ist meine erste Übung für die Reparatur an dem Zündschloss, weil der eigentlich auch ein Problem hat und das werde ich dann auch in meinem
anderen Video erklären. Den Link werde ich hier am Ende des Videos reinposten, wenn es fertig ist. Um jetzt weiter vorzugehen, wie gewohnt, werde ich alles reinigen und dann schauen wir weiter, was da zu machen ist. Einige Zeit mit meinem Schloss gespielt, fand ich zufällig die Lösung für mein Dilemma. Und zwar, wenn man einen ersten Riegel reinlegt an seine Position und den Schlüssel einfügt, dann sehen wir, dass es nach oben ragt, also nicht vollständig eingezogen wird. Aber wenn ich diesen Riegel verschiebe und dann die dritte Position installiere und den Schlüssel reinführe, dann ist er vollständig eben mit dem Zylinder. Das ist genau das, was wir brauchen, um Schloss wieder in Gang zu setzen. Und da ich zwei Schlösser habe, habe ich mich entschieden, dass ich ein Schloss von Beifahrertür dafür opfere und seine Plastinen in meinem sauberen Schloss einsetze. Und damit man die Beifahrertür nicht ohne weiteres aufkriegt, habe ich mich entschieden, die Tür ganz ohne Schloss zu lassen. Und zwar mache ich das folgendermaßen. Das ist von Fahrertür und das ist das Gehäuse von der Beifahrertür. Und wir sehen, hier ist dieses Teil intakt. Das ist immer noch mit dem Stift gesichert. Bei dem ersten Schloss war das nicht der Fall. Das Teil war irgendwie ausgedreht, ausgekugelt und rausgezerrt. Deswegen tausche ich die Plätze, weil die Teile vollkommen identisch sind. Installiere ich das in die rechte Tür, in die Beifahrertür sozusagen. Und es wird keine Verbindung mit dem Türmechanismus geben. Also man kann praktisch ein Schloss so lange wie man will drehen. Das wird sich ja auch drehen. Aber die Tür geht nicht auf, weil keine Verbindung von dem Sicherheitsmechanismus zu der Technik in der Tür vorhanden ist. Und das gibt mir die Möglichkeit, 10 weitere Riegel zur Verfügung zu haben. Und daraus bastle ich dann ein gut funktionierendes Schloss. Und wenn ich dann später auch den Zündschloss ausbaue, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, den auf gleiche Weise zu reparieren und intakt zu setzen. Ansonsten werde ich auch weiter Ausschau halten, ob diese Riegel irgendwo zu kaufen sind, bei eBay oder irgendwo auf Schrottplätzen. Und wenn ich die finde, dann werde ich alle Schlösser auf Vordermann bringen. Das ist die Lösung für mein Problem. Die Riegel von einem Schloss habe ich jetzt alle fertig gereinigt, außer einem. Auch bereits die Stellen ausprobiert, an die diese passen. Und es fehlen nur noch zwei Riegel für 2 und für die 8. Und diese 2 werde ich aus dem Ersatzpool rausfischen. Das ist jetzt mein Zwischenstand. Ich habe alle Platten einzeln angepasst bzw. ausprobiert, an welcher Stelle die passen. Habe hier so eine provisorische Tabelle erstellt und werde die Riegel jetzt so anpassen, dass die an richtigem Platz liegen, so dass ich diese auch in das Schloss einführen kann. Und jetzt werde ich diese Riegel der Reihe nach in das Schloss einlegen. Und somit habe ich das vollständige Sicherheitsmechanismus, welches eigentlich jetzt auch mit dem Schlüssel ideal passen müsste. Und was sehen wir da? Alles schön glatt und ergibt eine Ebene. Das war auch das Ziel des Ganzen. Ich führe es auch gleich in das Zylinder rein, in welchem es platziert wird.
und prüfe, ob er sich dreht. Es kommt noch ein bisschen Schmiermittel rein und dann läuft das Signal. Und wenn ich den Schlüssel rausziehe, lässt er sich nicht mehr drehen. So soll es auch sein. Das ist der Zwischenstand. Gleich werde ich alles einschmieren und zusammenbauen. Zum Schmieren benutze ich so einen ganz gewöhnlichen Schmiergel bzw. Schmierspray. Ich sprühe direkt den Sicherheitsmechanismus rein, damit er sich schön verteilt und dann reibungsloses Drehen ermöglicht. Und wenn es eingespritzt ist, ein wenig bewegen. Ich spüre schon, wie leicht es läuft. Und wenn das gemacht ist, kann man ein Schloss zusammenbauen und in die Tür wieder installieren. Und eine gute Nachricht: für den zweiten Schloss habe ich 6 Platten aussortiert, die gepasst haben. Den habe ich schon eingeschmiert, testweise. Und es sind nur 6 Riegel, die ich eingesetzt habe. Aber das ist immerhin sicher genug, damit keiner das Auto ohne Schlüssel betreten kann. Wie man sieht, hier mit dem Schlüssel wird ein bisschen rausgezogen, funktioniert nichts mehr. Also mit dem Schraubenzieher ist schon mal nichts. Und ansonsten habe ich einen Plan B, falls wieder das Schloss an der Fahrerseite ausfällt, dass ich in das Auto reinkomme. So, und das Schloss ist jetzt eingeschmiert. Es kann jetzt eingesetzt werden. Das kommt jetzt hier rein und 2 Sicherungsstifte, die ich am Anfang ausgeschlagen habe, die werde ich gleich wieder hier zurück reinpressen, damit die das Ganze wieder sichern. Und wer aufgepasst hat, der hat gesehen, dass bei einem der Schlösser ein Verlängerungsstück abgefallen ist. Das habe ich folgendermaßen gesichert mit einem Stück Draht, habe ich das zusammen verbunden und diese Lösung ist akzeptabel und funktioniert, wie man sieht. Es war gestern schon viel zu spät und zu dunkel, um den fertig gesammelten Schloss in die Tür einzubauen, und deswegen habe ich die Zeit genutzt und noch ein Experiment durchgeführt, welches mich auf den kommenden Winter vorbereitet. Und zwar habe ich das Schloss in die Gefrierkammer reingetan. Ganz hinten, sodass es richtig kalt für den ist. Um zu gucken, ob der sich festfriert im Winter. Ja, da sieht man, wie es glitzert. Der lag die ganze Nacht im Gefrierfach. Mal sehen, ob er sich betätigen lässt. Wir nehmen einen Schlüssel. Ah, ist er kalt. Ja, sogar hier sind Eiskristalle gewachsen. Und ja, das Schmiermittel ist sehr gut. Und das Schloss funktioniert, ohne zu kleben. Also kann ich sicher sein, dass ich auch im Winter nicht aus dem Auto ausgesperrt werde. Und jetzt wird er langsam nass. Damit unser Schloss sich an Platz und Stelle hält, schlage ich jetzt wieder diese Haltebolzen rein und dann können wir das Schloss in die Tür einbauen. Das Schloss ist nun vorbereitet. Sein Platz ist auch jetzt mittlerweile gereinigt. Ich will euch noch kurz zeigen, wie es aussieht. Und dann können wir es einbauen.
Im Inneren sehen wir richtungsweisendes konusförmige Plastikteil, was das Stück Verlängerung an dem Schloss aufnimmt. Hier vorne sehen wir die Schraube, die das Schloss hält. Und im Inneren ist das ein Plastikbügel, welches diese Schraube festhält. Wenn wir das ausschrauben beim Demontieren, fällt diese Schraube nicht in das Türinnere rein. Und dafür ist das wichtig. Und jetzt setzen wir hier unser Schloss ein. Zum richtigen Einführen des Schlosses richten wir ihn aus. Wir können uns an dieser Abdeckung orientieren, weil die sich an das Türgriff anpasst. Und dann vorsichtig einführen, so dass es diese Auffangvorrichtung trifft. Und wenn es getroffen wurde, dann sitzt es alles schön und nah an der Tür. Wir können das auch gleich ausprobieren, ob es sich drehen lässt. Und dann schrauben wir das Schloss fest. Zum Festschrauben nehmen wir unseren gewöhnlichen Sechskant, schieben die Abdichtungsgummi zur Seite. Finden hier diese Öffnung und in der sitzt die Schraube, die praktisch das Schloss festhält vom Deckzahn. Da setzen wir unseren Sechskant ein und drehen die Schraube zu. Und wenn ihr mit dem Befestigen fertig seid, dann muss man nur noch dieses Abdichtungsgummi zurück reinschieben. Das geht ganz einfach. Ihr drückt mit dem Finger hier oben drauf, so dass es ein wenig rein geht an ganzer Länge. Und wenn es soweit ist, von dieser Seite mit den Fingern ein bisschen kräftiger reindrücken und dann geht die schon rein. Ihr braucht hier keine Schmiermittel, keine Kleber oder sonstige aggressive Mittel. Die Tür ist wieder dicht, wie man sieht. Alles fest. Nichts fällt raus. Jetzt können wir das Endtest durchführen. Wie man schön sieht, das Schloss funktioniert. Und das Auto verriegelt. Das Ziel ist erreicht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und weitergeholfen. Ich hoffe sehr. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das Video liked und meinen Kanal abonniert. Das würde mir weiterhelfen. Und wir sehen uns in meinen anderen Videos. Viel Spaß euch beim Reparieren.